Ich weiß nicht, Dr. Balut, ob wir den Termin der Ausschreibung einfach aufschieben können. Sie können davon ausgehen, dass wir, wenn wir das Bauunternehmen Bornemann noch reinnehmen, abgedeckt sind. Politisch? Sehen Sie, so einfach ist das manchmal. Fair ist das nicht. Sie müssen noch viel lernen, Thomas. Auf Wiedersehen, Dr. Balut. Wiedersehen. Ja, bin schon da. Na, das hat ja noch mal geklappt. Wieso liefere ich Ihnen die Preisangebote der Konkurrenz, wenn Sie dann den Termin für die Ausschreibung überziehen? Ganz einfach, weil wir die Zeit zum Unterbieten der Konkurrenz brauchten. Wann legen Sie die Ausschreibung dem Vorstand vor? In einer Woche ist die Sitzung. Dann gibt es den zweiten Teil. Ich bin ab jetzt nicht mehr zu erreichen. Ich weiß. Du wirst noch so lange machen, bis wir uns wieder siezen. Willst du das? Die Behrens Bank will die Geldtransporte kündigen. Ich gehe trotzdem. Wir haben genug Arbeit. Und dein Bruder hat ein Fax geschickt. Möchtest du es sehen? Und? Was will er? Er würde noch 1 Million auf den Kaufpreis für Colgan Security drauflegen. Na und? Colgan Security Wegner, guten Tag. Das tut mir leid, Frau Balut. Der ist gerade weggegangen und nicht zu erreichen. Sie können ja versuchen, Herrn Colgan auf dem Handy zu erreichen. Bitte. Wiederhören. Hallo, mein Schatz. Was ist denn hier los? Ich will mit dir schlafen. Nein. Was soll das? Essen können wir doch hinterher im Restaurant. Das ist ein besonderes Essen. Habe ich deinen Geburtstag vergessen? Nein. Naja, deinen Hochzeitstag möchtest du ja wohl kaum mit mir feiern. Das ist ein Abschiedsessen. Das ist was? Frank, unsere Beziehung,
Das ist doch nur noch Gewohnheit. Ich will sie beenden. Und mich fragst du dabei nicht? Nein. Und was ist, wenn ich nicht will? Dann werde ich sie trotzdem beenden. Du bist dir deiner Situation nicht bewusst. Welche Situation? Mein Gott. Wie kann man nur so naiv sein, Frau Ballot? Dein Mann ist in mindestens 4 Korruptionsfälle verwickelt. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, welchen Aufwand ihr da treibt, du und dein Mann. Ich habe 2 meiner Leute auf deinen Mann angesetzt. Außer den Beteiligten bin ich der Einzige, der davon weiß. Bis jetzt. Und was heißt das jetzt für mich? Nichts. Gar nichts. Wenn du mir was zu sagen hast, dann kannst du mich ja anrufen. Kolgan Security, mein Name ist Wegner. Nein. Herr Kolgan, ich habe Ihnen doch schon gesagt. Ja. Einen Moment, bitte. Dein Bruder ist schon wieder am Telefon. Ich will nicht mit ihm sprechen. Er hat gesagt, er lässt sich nicht abwimmeln. Er ruft so lange an, bis du mit ihm sprichst. Also gut, gib ihm mir. Einen Augenblick, bitte, ich verbinde. Was willst du? Du hast mein Fax nicht beantwortet. Vielleicht hast du es vergessen. Einen Scheiß habe ich. Lieber Bruder, wenn du meine Firma haben willst, musst du mich umbringen. Das hätte ich schon längst mal machen sollen. Ich krieg deinen Laden. Verlass dich drauf. Hallo. Hallo. Gibt es heute nichts zu essen? Nein, nein. Darf ich auch wissen, warum? Barbara? Ich habe seit 2,5 Jahren ein Verhältnis. Was willst du jetzt hören? Hast du das gewusst? Ich liebe dich. Das ist das, was ich weiß. Ob du es gewusst hast, habe ich dich gefragt. Ich wollte es nicht wissen. Ich... Ich will dich nicht verlieren. Jetzt wirst du mich verlieren. Ich habe ihm gesagt, dass ich das Verhältnis beende. Und? Ja, damit würde ich alles zerstören. Unser Leben hier kaputt machen. Aber wieso?
Er weiß um deine schmutzigen Geschäfte. Die Korruption. Bist du verrückt geworden? Er lässt dich beobachten. Und was hast du damit zu tun? Er will, dass ich seine Geliebte bleibe. Kolgan. Du bist ja noch da. Wo soll ich denn sonst sein? Schmeiß mal deinen Computer an. Ich hab dir gerade eine E-Mail geschickt. Der ist an. Du solltest dich vielleicht weniger um eifersüchtige Ehemänner kümmern als um die Konkurrenz. Die haben irgendwas vor. Und? Was ist daran neu? Neu sind die harten Bandagen. Ruf mich an, wenn du sie gelesen hast. Mach ich. Ja? Ich bin da. Die Tür ist auf. Ja, Barrett Kress, Richter. Aha. Und wo ist das? Das Bürohaus, ja, ja, das kenne ich. Ja, wir sind unterwegs. Bis dann. Ihr braucht euch gar nicht erst hinzusetzen. Frank Kolgan ist erschossen worden, der Chef von der Sicherheitsfirma. Ziemlich großer Laden. Man hat ihn in seinem Büro gefunden. Du kannst gleich mitkommen. Sie sollten sich etwas hinlegen. Nein, ich muss hier bleiben. Morgen. Haben Sie Herrn Kolgan gefunden? Ja. Sagen Sie mir bitte Ihren Namen. Jana Wegner. Mein Name ist Kress, ich leite die Untersuchung. Hat es Sie sehr getroffen? Naja, wir waren befreundet. Ja. Als Sie heute früh kamen, stand da die Tür zum Flur offen. Nein, die war zu, aber sie war nicht abgeschlossen. Wann haben Sie denn Herrn Kolgan zum letzten Mal gesehen? Gestern Abend so gegen 8. Ich bin gegangen und er ist noch geblieben. Weinen Sie ruhig. War Herr Kolgan verheiratet? Entschuldigung, lies das mal. Das war in Kolgans Computer. Lieber Frank, dein Bruder hat dir den Krieg erklärt, er will sich bei Brenner einkaufen. Wo ist Max? Können Sie was damit anfangen? Die Brüder waren Zwillinge, sind in Heimen aufgewachsen. Die wurden dann von einem Ehepaar adoptiert. Aber sie haben sich gehasst. Der Bruder von Frank Kolgan heißt Manfred Kolgan und ist Rechtsanwalt. Und die Eltern, wo finden wir die?
Ich glaube, die haben vor Jahren Selbstmord begangen. Haben Sie eine Ahnung, ob Kolgan ein Testament gemacht hat? Ach, nein. Das wüsste ich. Ja, danke. Jetzt gehen Sie erstmal nach Hause. Wir melden uns bei Ihnen. Danke. Hast du mal was mit dem zu tun gehabt? Nee, nicht direkt. Also das Ganze ist schon ein paar Stunden her, 23 Uhr vielleicht. Zwei Schüsse, einer davon direkt ins Herz. Beide Geschosse sind wieder ausgetreten. So wie es aussieht, ein Kaliber 38. Also keine Hülsen. Wenn einer außer einem Bruder keine Familie mehr hat. Und kein Testament gemacht hat, dann erbt der Bruder. Sie können hier nicht rein. Aber ich muss. Moment, Moment. Um Gottes Willen, was ist passiert? Darf ich erst mal wissen, wer Sie sind? Mein Name ist Max Brauer. Ich bin Geschäftsführer der Firma. Herr Kolgan ist erschossen worden. Wenn Sie der Geschäftsführer sind, dann sollten wir uns unterhalten. Mein Name ist Kress, ich bin Leiter der Mordkommission. Am besten, wir fahren gleich ins Präsidium. Kann ich ihn noch mal sehen? Wir waren auch sowas wie Freunde. Ja, bitte. Das war's hier für mich. Bericht kommt morgen. Also, servus. Ist gleich da drin. Wir fragen uns, wie das Gebäude bewacht wird. Durch einen Wachdienst unserer Firma. Die drehen hier ihre Runde. Ich werde sie gleich hierher bestellen. Könnten die nichts gehört haben? Nein. Wenn sie hier oben schießen, hören sie unten nichts mehr. Ihr wartet bitte hier auf die Wachleute. Kommen Sie. Ja, bitte. Das ist schon richtig, ja. Was ist los? Ich kenne Sie nicht. Wer sind Sie? Mein Name. Meinen Namen brauchen Sie nicht. Du hast mich gar nicht gefragt, wie mein Freund heißt. Ich weiß es. Er ist heute Nacht erschossen worden. Ich habe es in den Nachrichten gehört, tut mir leid für dich. Du bist zum Kotzen. Na, dann ist ja alles geklärt. Hast du eigentlich keine Angst vor der Polizei? Die wissen ja nicht, wie sehr ich dich liebe. Bitte. Danke. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Sie sind ein bisschen spät. Ich habe vom Tod meines Bruders aus den Nachrichten erfahren. Es tut uns leid. Warum haben Sie sich nicht bei uns gemeldet? Weil ich wusste, dass Sie kommen. Und zur Aufklärung kann ich sowieso nichts beitragen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Wollen Sie Platz nehmen? Ja, wollen wir. Das Letzte, was Ihr Bruder auf dem Bildschirm seines Computers gelesen hat, war: Dein Bruder hat dir den Krieg erklärt. Er will sich bei Brenner einkaufen. Und? Was schließen Sie daraus? Bis jetzt gar nichts. Wir wollen aber nicht so tun, als hätten wir das nicht gelesen. Die Beziehung zwischen meinem Bruder und mir ist wahr.
kein Geheimnis. Das wissen wir. Stimmt das mit der Sicherheitsfirma Brenner? Es stimmt. Was würden Sie sagen, wenn Sie die Firma Colgan Security erben würden? Ihr Bruder hat möglicherweise kein Testament gemacht. Ja, und? Na ja, das ist natürlich auch ein Aspekt, unter dem wir den Tod Ihres Bruders sehen. Ach, darauf wollen Sie hinaus. Haben Sie gewusst, dass Ihr Bruder kein Testament gemacht hat? Nein. Eindeutig nein. Aber Sie hätten es sich denken können. Sie meinen, weil mein Bruder sich für unsterblich gehalten hat? Ja. Da hätte ich mir ja den Einkauf bei Brenner sparen können. Wir sehen uns morgen Vormittag im Präsidium, Zimmer 207. Mordkommission 2. Überprüfen Sie mal seine Firma. Mein Bruder war finanziell am Ende. Machen wir. Ich wollte ihm eigentlich helfen. Ja, Brauer. Nein, das geht jetzt nicht. Nein. Entschuldigung. Ja, ich habe Frank Kolgan eine E-Mail geschickt. Er wollte antworten, aber das hat er nicht getan. Daraufhin habe ich ihn um 23 Uhr sowas angerufen. Aber da hat er nicht mehr geantwortet. Ja, da war er schon tot. Manfred Kolgan wollte die Firma von seinem Bruder auf Biegen und Brechen. Es war so eine Art Endkampf zwischen den beiden. Haben Sie eine Ahnung, woher der Hass kam zwischen den Brüdern? Nein, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie schon als Zwölfjährige mit dem Messer aufeinander losgegangen sind. Die Adoptiveltern, die haben sich dann das Leben genommen. Wahrscheinlich wurden sie nicht fertig mit den beiden. Erzählen Sie mir doch was über das Privatleben von Frank Kolgan. Er war ein Workaholic. Seine Sekretärin, Jana Wegner, hatte er was mit der? Ab und zu, ja. Sie war schrecklich eifersüchtig auf seine richtige Freundin. Und wer war das? Barbara Ballut. Sie ist verheiratet. Ja, danke. Ich glaube, das war's erstmal. Wenn Sie übermorgen bitte kommen würden, um das Protokoll zu unterschreiben. Gut. Wiedersehen. Wiedersehen. Leiten Sie jetzt erstmal die Firma weiter? Tja, wer sonst? Also, erstmal. Wiedersehen. Wiedersehen. Manfred Kolgan haben wir für morgen Vormittag herbestellt. Der sieht seinem Bruder Frank Kolgan wirklich verblüffend ähnlich. Die war in Frank Kolgans Büro. Glock. Eingeschlossen in der Schreibtischschublade. Und unter der Waffe lag das hier. Das hier ist über einige seiner Angestellten. Er hat sie überwachen lassen. Sein Misstrauen hat ihm aber nicht viel geholfen. Ansonsten gibt es einen Tresor mit einem Nummernschloss. Ich brauche also unseren Spezialisten. Ach ja, noch was. Eine Frau hat in dem Büro angerufen. Sie wollte ihren Namen nicht nennen. Heißt die vielleicht Ballut? Ihre Rufnummer war auf dem Display. Sie heißt so. Gut. Da fahrt ihr morgen als erstes hin, ja? Adresse Ballut. Sehr nett, danke. Bis morgen. Bis morgen. Haben Sie gefunden, was Sie gesucht haben? Ja. Ich habe gar nicht gewusst, dass Sie einen Schlüssel zu meinem Schreibtisch haben. Wir gehen nach nebenan. Zu mir. Soll ich Ihnen vorlesen, was hier steht? Ich weiß, was da steht.
Hiermit sind Sie angewiesen, alle Aktivitäten des Herrn Ballou, die Sie nicht in Ihren regulären Arbeitsprozess einordnen können, schriftlich an uns zu melden. Sekretariat des Vorstandes, Moser. Und was haben Sie bisher gemeldet? Nichts. Und was hätten Sie melden müssen? Sie wollen was werden hier. Ich gehe davon aus, dass ich eines Tages Ihr Nachfolger werde. Und dafür müssen Sie mich denunzieren. Gibt es denn etwas zu denunzieren? Nein. Und genau das sollten Sie sich merken. Gut. Was wollten Sie eigentlich hier? Ich habe den Schlüssel zum Bootshaus meiner Freundin vergessen. Sie hat morgen frei und will an den See. Oder ist noch was? Guten Tag. Guten Tag. Wir sind von der Polizei. Wir hätten gern Frau Ballou gesprochen. Haben Sie uns verstanden? Ja, bitte. Danke. Die Herren sind von der Polizei. Frau Ballou, wir würden gern mit Ihnen reden. Mein Name ist Heimann, das ist mein Kollege Herr Richter. Ja, kommen Sie bitte. Danke. Sie wissen, warum wir hier sind? Ja. Mein Freund ist umgebracht worden. Sie nehmen das ja ziemlich kühl. Soll ich Ihnen die trauernde Witwe vorspielen? Ich bin verheiratet. Das wissen wir. Das war ja wohl gerade Ihr Mann da draußen. Ja. Wann haben Sie Frank Kohlgarn das letzte Mal gesehen? Vorgestern im Hilton. Wir waren dabei, uns zu trennen. Wusste Ihr Mann von Ihrem Verhältnis? Ja. Wusste er. Gibt es vielleicht irgendetwas, das uns helfen könnte, den Mord an Frank Kohlgarn aufzuklären? Fühlt er sich vielleicht bedroht? Nein. Nein. Außerdem war er ein absolut furchtloser Mensch. Wissen Sie was über seinen Bruder? Über seinen Bruder hat er nie geredet. Tja, dann war's das schon. Wir melden uns bei Ihnen. Ach, sagen Sie bitte Ihrem Mann, wir möchten ihn morgen Nachmittag im Präsidium sehen. Mordkommission 2. Ja, sag ich ihm. Danke, wiedersehen. Was wollen die von mir? Das fehlte mir jetzt noch, dass die denken, ich hätte deinen Liebhaber erschossen. Sie haben mich vernommen. Vielleicht glauben Sie ja, ich hätte ihn umgebracht. Gehst du nicht ins Büro? Nein, mir ist nicht gut. Danke, dass Sie mich angerufen haben. Ist der drin? Ja. War es sehr schwer für Sie? Er war kein guter Mensch. Sieht so aus, als ob nie etwas gewesen wäre. Ja. Was soll das? Die Polizei will ihn von einem ihrer Leute öffnen lassen. Kennst du die Kombination? Wie komme ich denn dazu? Und die? Die schon gar nicht.
Was machst du eigentlich hier? Was ist das denn für eine Frage? Wenn ich das hier übernommen habe, fliegst du. Du kannst dich schon mal darauf einrichten. Aber ich habe dir in die Branche geholfen mit meinem Wissen. Eben. Drum. Du bist nicht loyal. Deswegen fliegst du ja. Das wirst du mir büßen. Du solltest mir lieber nicht drohen. Ah. Na, schau mal, was Frank Kolgan schreibt. Brauer will nach oben und dafür geht er über Leichen. Also, Peter Ballot ist Abteilungsleiter bei Ypsilon, dem Pharmakonzern. Ah ja. Bauabteilung. Und sonst? Mehr gibt's nicht über ihn. Bin ich zu früh oder zu spät? Herr Kolgan, Herr Hauptkommissar Kress. Tag, Herr Kolgan. Guten Tag. Bitte nehmen Sie Platz. Gleich auf die arme Sünderbank. Wir möchten Ihnen zum Tode Ihres Bruders unser Beileid aussprechen. Sie sagen mir, wenn die Rechtsmedizin ihn freigegeben hat. Ja. Eine böse Geschichte. Ich habe Ihren Leuten schon gesagt, dass ich keinen Grund hatte, meinen Bruder umzubringen, wenn Sie das meinen. Ich habe mich gerade in die Konkurrenz eingekauft. Warum sollte ich? Wenn Sie die Firma Ihres Bruders erben, dann haben Sie mit Brenner zusammen ein Monopol in der Stadt. Ist doch nicht uninteressant. Sie können sich vorstellen, dass ich meinen Bruder umgebracht habe? Das habe ich nicht gesagt. Aber sagen Sie uns doch, wo Sie vorletzte Nacht um 23 Uhr waren. Zu Hause, bei meiner Familie. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. So ist das. Na bitte. Dann brauchen Sie mich ja nicht mehr. Heute nicht mehr, nein. Danke. Sie melden sich, wenn noch was ist. Das machen wir doch glatt. Der ist eiskalt. An dem werden wir uns die Zähne ausbeißen. Also, an was denkst du? An wen? Gut, an wen denkst du? Ich denke über Max Brauer nach. Kolgan Security, mein Name ist Benedikt. Ich bin's. Ich bin gerade auf dem Weg zu dir raus. Und wozu soll das gut sein? Ich möchte wissen, was für Nachforschungen du für Frank gemacht hast. Ging es um seinen Bruder? Meine Dreck werde ich. Du bist raus, Max. Seit dem Tod von Frank bist du raus. Was meinst du? Ich denke, wir sollten uns trennen. Sie werden mich verdächtigen, ihn getötet zu haben, wenn sie Informationen über Bestechungen finden. Das werden sie sowieso denken, weil du mein Mann bist. Ja. Und du? Was und ich? Das darfst du nicht vergessen. Sein Tod bleibt auch an dir hängen. Das Polizeipräsidium ist am Telefon. Stellen Sie durch. Kolgan, haben Sie was vergessen? Ja, dann sind Sie bei mir richtig. Ich habe eine Walter P88 mit Waffenbesitzkarte. Ja, bitte, kommen Sie her. Ich habe sie hier in der Kanzlei. Wiederhören. Herr Brauer ließ sich nicht abweisen. Was willst du? Mit dir reden. Es ist alles geklärt. Noch nicht alles. Nachdem dein Bruder gestern nicht mehr ans Telefon ging, habe ich bei dir angerufen. In der Nacht. So, 23 Uhr. Du wärst noch mal weggefahren, hat deine Frau gesagt. Von jetzt ab musst du sehr gut auf dich aufpassen.
Hast du noch das Band von Brauer am Gerät? Ja. Ist dir zu Jana Wegener noch was eingefallen? Nein. War ziemlich eifersüchtig auf Frau Ballut. Darum. Ist das nicht ein bisschen um die Ecke gedacht? Es ging doch schon eine ganze Weile mit Frau Ballut und Kolgan. Guten Tag. Guten Tag. Ballut, Sie wollten mich sprechen? Ja. Mein Name ist Kress. Bitte nehmen Sie Platz. Ihre Frau hat ja nicht gerade getrauert um ihren toten Freund. Das müssen Sie mit ihr besprechen. Klar ist auch, dass Sie gewusst haben, dass Ihre Frau einen Liebhaber hatte. Wie konnten Sie denn damit umgehen? Ich habe gelitten. Aha. Worum geht es hier eigentlich? Stimmt das, dass Ihre Frau sich von Herrn Kolgan trennen wollte? Ja, sagt sie. Und? Wie geht's jetzt bei Ihnen weiter? Wir bleiben zusammen. Wie es aussieht. Sie arbeiten bei Epson? Ja, ich bin dort Leiter der Bauabteilung. Können Sie mir bitte sagen, was Sie von mir wollen? Och, wir haben mehrere Gesichtspunkte, unter denen wir den Mord an Herrn Kolgan betrachten können. Einer davon ist Eifersucht. Und da wäre ich dann fällig. Ich habe keine Waffe. Ich kann nicht schießen, ich bin Kriegsdienstverweigerer. Haben Sie denn ein Alibi? Ja, ich war mit meiner Frau zusammen in der Nacht. Ja, Spaß dann schon. Hat Ihre Frau Ihnen eigentlich erzählt, wie Herr Kolgan darauf reagiert hat, dass sie sich nach 2 Jahren von ihm trennen wollte? Nein, hat sie nicht. Tja. Wir melden uns bei Ihnen. Auf Wiedersehen muss man ja bei Ihnen, wollte ich sagen. Sag du mal was. Ich weiß nichts. Und was war bei euch? Frau Kolgan hat bestätigt, dass ihr Mann heute Nacht zu Hause war. Ja, und Palut? Ja, der war auch mit seiner Frau zusammen. Hm. Als ich am 1.11. vor 4 Jahren in der Abteilung angefangen habe, hat Dr. Ballut mich weder an sich noch an die Arbeit herangelassen. Nach und nach ist mir dann im Laufe der Jahre das System aufgegangen, nachdem Dr. Ballut vorgeht. Herr Henke, Sie haben in einer halben Stunde einen Termin bei unseren Anwälten. Haben die gesagt, worum es geht? Das werden die mir doch nicht auf die Nase binden. Ich habe was vergessen. Kommen Sie. Nein, nein, da muss ich mich erst gar nicht setzen. Nachdem ich Frank Kolgan um 23 Uhr nicht mehr in seinem Büro erreichte, wollte ich noch seinen Bruder sprechen. Ich habe dort angerufen. Und? Seine Frau hat gesagt, er wäre noch mal weggefahren. Wieso erfahre ich das erst jetzt? Ich möchte, dass Sie sich setzen. Also, ich warte. Ich hab's einfach vergessen. Ich glaube Ihnen kein Wort. Sie wollten Rechtsanwalt Kolgan schützen, aber warum? Wovor? Aber weshalb sollte ich ihn schützen? Ich habe doch gar keinen Grund dafür. Jedenfalls hatten Sie Kontakt zu ihm. Sie bleiben. Herr Heimann und Herr Richter werden jetzt ein neues Protokoll mit Ihnen machen. Aber das kann doch mal passieren. Möchten Sie einen Rechtsanwalt? Wieso brauche ich einen Rechtsanwalt? Unser Spezialist steht morgen früh auf der Matte. Er kann keinem Tresor widerstehen, sagt er. Umgekehrt wäre es mir lieber. Ich möchte allmählich anfangen mit dem Abgleich der Fingerspuren. Aha, solange wir niemand ernsthaft verdächtigen, wird das schlecht gehen. Ich möchte aber trotzdem bald anfangen. Das musst du wissen. Bis jetzt sehen wir Sie als Zeugen. Aber das muss ja nicht so bleiben. Sie spielen eine ziemlich merkwürdige Rolle in diesem Mordfall. Also ich verbitte mir das. Sie wissen nicht zufällig, was in dem Tresor ist. Aber was verlangen Sie noch alles von mir? Sie? Ja, ich. Guten Abend. Bitte. Kommen Sie. Ich weiß, es ist ein bisschen spät.
Ist Ihr Mann schon zurück? Nein, der ist vielleicht noch ins Büro. Kann ich Ihnen was zu trinken anbieten? Danke, nein. Weswegen ich hier bin, ganz einfach. Ihr Mann hat ausgesagt, er wäre zu der Zeit, in der Ihr Freund getötet wurde, hier mit Ihnen zusammen gewesen. Sie sollen mir das bestätigen oder sagen, es stimmt nicht. Es stimmt. Aber ich glaube, dass es bei Ehepaaren, die sich das gegenseitig bestätigen, wenig Wert hat. Ja, das ist richtig. Sie wollten sich von Ihrem Freund trennen. Wer dann darauf reagiert? Er wollte sich nicht trennen. Deswegen bringt man doch niemanden um, oder? Schauen Sie mich so an. Doch, das tut man. Was glauben Sie, aus was für Gründen Menschen umgebracht werden? Aber wenn Sie sich von Kolgan trennen wollten, dann war doch da irgendwas. Sie müssen mir nicht antworten, wenn Sie sich dadurch belasten. Ich belaste mich nicht. Unsere Beziehung hatte schon die idiotischen Rituale einer Ehe. Sind Sie verheiratet? Nein. Gibt es bei Ihnen im Haus eine Waffe? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Ja, das war's erstmal. Man ist zu keiner Zeit und nirgends vor Ihnen sicher. Das sehen Sie absolut richtig. Haben Sie sich schon mal um den Bruder von Frank Kolgan gekümmert? Haben wir. Ich finde alleine raus, danke. Was wollt er von dir? Blöde Frage. Es ist schwer für ihn. Er muss sich entscheiden zwischen dir und mir. Ja, wir sitzen hier alle und warten auf dich. Ist Brauer noch da? Nee, der ist gerade weg. War noch was, was ich wissen muss? Eigentlich nicht, Leo. Und bei dir? Auch nicht. Wir machen Schluss für heute. Okay. Ende. Ja, aber da kann ich Ihnen doch gar nicht weiterhelfen. Die Geschäfte führt im Augenblick Herr Brauer. Ja, wissen Sie, wenn Sie Zweifel haben, dann müssen Sie eben abwarten, bis klar ist, wer Kolgan Security übernimmt. Ja. Ja, danke. Wiederhören. Morgen. Morgen. Wir wollen jetzt in den Tresor. Hier ist ein Durchsuchungsbeschluss. Ja, bitte. Bedienen Sie sich. Wenn wir den Tresor offen haben, dann brauchen wir Sie als Zeugin. Sagen Sie, haben Sie wirklich überhaupt keine Ahnung, was da drin ist? Nein. Probleme? Null Probleme, aber es kann dauern. Ich weiß nicht so recht, was du dir erwartest. Weiß ich auch noch nicht. Aber passieren muss jetzt was. Ja. Guten Tag. Tag. Setzen Sie sich, bitte. Um was geht es jetzt? Um Ihr Alibi. Und was stimmt da nicht? Meine Frau hat doch ausgesagt. Wir haben inzwischen die Information, dass Sie möglicherweise um 23 Uhr doch nicht zu Hause waren. Ach, so geht das. Ja, so geht das. Jetzt sagen Sie mal was dazu. Die Antwort ist ganz einfach. Ich wollte mit Max Brauer nicht am Telefon sprechen. Also habe ich mich durch meine Frau verleugnen lassen. Bei der Gelegenheit habe ich ihm gleich meine Waffe mitgebracht. Wir werden jetzt ein Protokoll mit Ihnen machen.
Guten Tag, Frau Ballot. Tag. Ich würde gerne Ihren Mann sprechen. Oh, das ist schlecht. Es geht ihm nicht gut. Es ist dringend, Frau Ballot. Moment bitte. Bitte. Danke. Guten Tag, Dr. Ballot. Es geht mir nicht gut. Ich bleib einfach liegen. Nehmen Sie dich, den Stuhl. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Legen Sie einfach los. Irgendetwas passiert gerade. Ich kann es nur schlecht beschreiben. Unsere Rechtsanwälte Marquardt und Pechstein haben sich bei der Staatsanwaltschaft einen Termin gemacht. Es geht um Sie, soweit ich das übersehe. Ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Ich komme morgen wieder ins Büro. Danke, dass Sie gekommen sind. Es war mir wichtig. Dann bis morgen, Dr. Ballot. Vielleicht hat es ja mit der letzten Ausschreibung zu tun. Ja. Bis morgen. Gute Besserung. Danke. Was war? Nichts. Hör endlich auf zu lügen. Das war's. Gut, dann warte beim Aufmachen. Wenn Sie jetzt bitte kommen würden. Ja. Du kannst anfangen. Sie haben gesehen, was im Tresor ist. Ja. Wenn Sie uns jetzt bitte allein lassen würden. Sollte ich durch Gewalt zu Tode kommen, haltet euch an meinen Bruder, Frank Kolgan. Wodurch entstand der Hass zwischen Ihnen und Ihrem Bruder? Ich kann mir nicht vorstellen, was für Sie daran interessant ist. Vielleicht einiges, wenn es zur Anklage gegen Sie kommen sollte. Das glauben Sie doch selber nicht. Solange mein Bruder und ich im Heim lebten, war unsere Beziehung völlig normal. Im Alter von 10 Jahren wurden wir dann adoptiert. Ein Handwerker und seine Frau, die hatten keine Kinder. Ab diesem Tag waren wir Rivalen. Wir kämpften um Anerkennung in der neuen Welt und waren eifersüchtig bis zum Gehtnichtmehr. Wir haben uns ineinander verbissen, wie 2 Wölfe. Reicht das? Und Ihre Adoptiveltern haben sich das Leben genommen, weil sie ihre Feindschaft nicht mehr ertragen konnten? Glauben Sie das wirklich? Es lag im Tresor, in der Firma. Ich lese Ihnen mal vor, was da steht. Sollte ich durch Gewalt zu Tode kommen, haltet euch an meinen Bruder. Frank Kolgan, Unterschrift. Und? Nehmen Sie mich jetzt fest, oder was? Oh, so langsam könnte was draus werden. Moment, ich habe noch was. Die Stelle.
Sie können gehen. Ich darf nicht zufällig erfahren, was passiert ist? Nein. Wiedersehen. Jetzt seht euch das mal an. Das ist vielleicht ein Ding. Momentan können Sie hier nicht hinein. Was ist los? Ich wohne hier. Tut mir leid. Die Situation ist ganz einfach. Wir haben die Unterlagen über Korruption, die Herr Kolgan über Sie angelegt hat, an das zuständige Dezernat weitergegeben. Die werden sich anschließend mit Ihnen beschäftigen. Und wenn das stimmt, was Kolgan recherchiert hat, dann wird man Ihnen in 4 Fällen Korruption nachweisen können. Es geht um die Gesamtsumme von 1 Million Euro. Ja, gut. Und was können Sie daraus ableiten? Zum Beispiel, dass Sie Frank Kolgan umgebracht haben könnten. Und woher soll ich gewusst haben, dass Kolgan Informationen über mich gesammelt hat? Von Ihrer Frau zum Beispiel. Die wollte sich ja von Kolgan trennen. Er sich aber nicht von ihr, wie wir wissen. Frau Ballot ist inzwischen hier. Das geht jetzt nicht. Vielleicht wollte Kolgan mit seinem Wissen über Sie Ihre Frau erpressen? Kann noch sein. Ich gebe auf. Herr Ballot, ich nehme Sie vorläufig fest, wegen des Verdachts, Frank Kolgan ermordet zu haben. Packen Sie ein paar Sachen ein. Was ist los? Sie haben mich verhaftet. Sie können meinen Mann nicht mitnehmen. Nein, das geht nicht. Peter! Hier, das geht nicht. Nein, Sie bleiben hier. Lassen Sie mich hier. Los, verdammt Sie doch mal! Bleiben Sie hier. Halten Sie sich fest. Sie lassen mich jetzt los, verdammt doch mal! Bleiben Sie hier. Peter! Hier, hier, hier. Ja. Ich will nicht sehen. Nein, bitte. Tun Sie das nicht an. Er hat sich in den Mund geschossen. Frau Ballon, komm. Wir gehen da drüben rein. Tut mir sehr leid, dass wir das nicht verhindern konnten. Ich möchte Ihnen mein Beileid aussprechen. Was sehen Sie mich so an? Frau Ballot. Ich habe Frank Kolgan umgebracht. Er wollte mich erpressen. Ich kann das nicht ertragen. Er wollte, dass ich bei ihm bleibe. Jetzt haben Sie beide verloren. Ja. Wo hatten Sie die Waffe her? Die
Kerl Frank mir geschenkt. Sie war illegal. Und wo ist die Waffe jetzt? Die habe ich unterwegs irgendwo aus dem Auto geworfen. Frau Ballo, das ist Ihnen ja wohl klar, dass ich Sie jetzt festnehmen muss. Wegen Mordverdachts. Ja. Ich weiß.